wie Lego Ideen von seinen Fans geklaut hat und welche Sets es zu den Ghostbusters gab, jetzt in dieser Break Story. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist immer noch Benix und ich freue mich jetzt, mit dir in die Geschichte der Ghostbusters Lego-Reihe einzutauchen. Und wir beginnen im Jahr 2014 mit dem ersten Ghostbusters Set. Das war ein Lego Ideas Set. Das heißt, es wurde von Fans designt. Und das war einfach ein Set von dem Auto, dem Ecto One. Dazu gab es dann vier Figuren: Sprengler, Zeddemore, Egon, Sprengler und natürlich Venkman. Und ja, das Auto an sich, der Ecto 1 war auch noch mit dabei. Der war wirklich schön. Also ich habe das Set selber. Es sieht auch sehr gut aus. Es passen alle vier Figuren rein. Und was besonders gut an diesem Set ist, ist halt die Gestaltung der Figuren. Also die Figuren haben jeder so ein Protonenpack. Die sehen wirklich gut aus, sind sogar von hinten bedruckt, obwohl man hinten gar nicht sehen kann. Dann die Nummernschilder sind bedruckt. Hier an der Seite das Schild mit dem Ghostbusters-Logo, das ist auch bedruckt. Alles in allem wirklich ein sehr gelungenes Ideas-Set. Früher hat das Ganze 50 Euro gekostet und wenn man aktuell so gebraucht, ja oder nicht gebraucht, sogar teilweise neu guckt, liegt man bei ungefähr 70 Euro. Also da kann man eigentlich noch beruhigt zugreifen. Ist wirklich ein sehr solides Set. Und designt wurde das Ganze von Brent Waller. So, dann gab es erstmal 2 Jahre nichts mehr von den Ghostbustern. Von den Ghostbusters. Dann folgte in 2016 die Dimensions-Reihe. Und da gab es dann einmal das Ghostbusters Level Pack mit Venkman, mit einer neuen Frisur und mit sogar Armbedruckung. Auf der einen Seite hat man so eine Tasche gehabt und auf der anderen Seite das Ghostbusters-Logo. Und diese Figur ist auch exklusiv in diesem Level Pack. Also mit der Frisur und dem unbespuckten Torso gibt es den nur hier. Dazu gab es dann noch einen kleinen Minibild vom Ecto One und diese Falle für die Geister mit so einer Dockingstation, was man natürlich auch im Spiel benutzen konnte. Das hat 25 Euro gekostet. Das liegt natürlich daran, dass noch weitere Sachen, Inhalte im Spiel selber freigeschaltet werden. Dazu gab es dann noch das New Ghostbusters Story Pack mit einer der neuen Ghostbuster-Frauen und dem Ghostbusters Headquarter im China-Restaurant. Dazu gab es auch noch ein Protonen-Pack mit einer neuen Bedruckung hinten drauf. Auch einige der Zubehörteile, die die Frauen entwickelt haben. Das Ganze, da ist auch noch so eine Art Labor und natürlich zwei Schiebetüren. Und das Ganze konnte dann oben auf die Dimensions Docking Station aufgebaut werden. Dazu gab es dann auch noch den neuen Ecto 1 als Minibild, diesmal sogar mit zwei Reifen und außerdem noch eine Minifigur. Dazu gab es noch zwei Fun Packs. Einmal mit Stay Puft, da ist dann ein Dämonenhund noch mit dabei. Und Stay Puft natürlich. Stay Puft, also das ist wirklich eine meiner Lieblingsfiguren. Die finde ich echt klasse. Das ist dieser Marshmallow Man am Ende des ersten Teils. Als Minifigur. Die Figur ist auch exklusiv zu diesem Fun Pack. Und das hat damals 15 Euro gekostet. Genauso wie das zweite Fun Pack von Slimer. Da ist Slimer drin und eine Schleimkanone. Gut, ich hätte es jetzt
eigentlich ein bisschen cooler gefunden, wenn da irgendwie so ein Hotdog-Wagen gewesen wäre, den man dann irgendwie im Spiel umfunktionieren kann zu irgendwie einer Schleimkanone oder so. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Und dann natürlich das Highlight, weshalb wahrscheinlich jeder die Ghostbusters-Reihe kennt, das Firehouse Headquarters. Damals das, lass mich nicht lügen, zweitgrößte Set oder drittgrößte Set mit über 4600 Teilen. Also ein absolutes Highlight. Wir gucken uns das Ganze natürlich auch von innen an, aber erstmal noch wichtiger ein Blick auf die Figuren. Wir haben hier einen exklusiven Wankman mit einem Torso, wo er gerade von Slimer beschleimt wurde. Dann die anderen drei Ghostbusters natürlich auch exklusiv zu diesem Set, vor allen Dingen wegen den Armbedruckungen mit dem Logo und der Tasche. Also das sind wirklich echt super Figuren und eine sehr schöne Figurenauswahl für das Set. Zusätzlich haben wir dann noch fünf von den Geistern. Einmal den Zombie-Driver, die Bibliothekarin, einen blauen und einen rosa Geist sowie Slimer. Das Lustige ist, dass der Slimer, der in diesem Set ist, exklusiv in diesem Set ist. Also den gibt es wirklich nur in diesem Set. Der im Funpack ist, das ist ein anderer Slimer. Das heißt, wenn du wirklich jede Figur haben willst, dann musst du dieses Funpack auch noch besorgen. Und dann dazu gab es noch einmal die Sekretärin, diesen berühmten Ruf, We got one, im ersten Teil ruft, sowie Dana Barrett und Louise Tully. Ja, gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Wir haben hier einmal, also generell war es so, dass das Haus an der Seite aufgeöffnet werden konnte. In die Garage hier unten hat sogar das Ecto-1-Fahrzeug reingepasst, wenn man denn die ganzen Möbel und Gegenstände da unten rausräumt. Ja, und was auch noch ganz toll war, da ist so eine Rettungsstange, wie man das aus den Feuerwehrhäusern kennt, drin, auf der man dann die Minifiguren nach unten schicken konnte. Gucken wir uns mal die einzelnen Etagen an. Also wir haben einmal das Fotolabor, in dem den Jungs da die Bilder abbrennen, als sie die Aufnahmen von dem Bild im zweiten Teil versuchen auszuwerten. Und dann haben wir noch eine Toilette, die gerade von Slimer gesprengt wird. Da ist außerdem auch noch eine Dusche drin. Leider kein Duschvorhang, aber wer braucht sowas? Dann natürlich noch ein Billardtisch. Da ist übrigens auch der Toaster zu sehen, sowie eine Karte von Manhattan mit der Stelle, wo das Ghostbusters Headquarters ist. Und noch ein Zeitungsartikel. Nächste Etage ist dann die Küche, wo man die Ghostbusters auch in den Filmen mehrmals sieht. Ich finde, das kann man auch wirklich wiedererkennen. Was ich besonders schön finde, ist hier diese Kaffeekanne mit dem Zahn als Griff. Und die Stühle sehen natürlich auch sehr gut aus, so wie der Teppich. Und dann haben wir noch, natürlich noch das Labor von Egon Spengler mit seinen ganzen Apparaturen und wie er da Luis untersucht mit dieser komischen Schüssel da auf dem Kopf. Und alles in allem ist es natürlich ein grandioses Set, auch wenn es vielleicht von außen ein bisschen langweilig aussieht für 4000 Steine. Zu diesem Set muss ich allerdings noch was erzählen. Natürlich habe ich das in den Titel von diesem Video geschrieben. Dieses Design, das hat Lego sich eigentlich nicht ausgedacht. Also na klar, die haben es selber designt, aber es gab dieses Set auch schon als Ideas-Vorschlag. Da war es dann so, da war glaube ich unten noch ein Kellergeschoss.
drin und das Set war von hinten offen, aber an sich sehr ähnlich zu diesem Set. Von daher könnte man wirklich argumentieren, ob Lego da das Design geklaut hat. Wobei natürlich auch bei Ideas eine der Grundregeln ist, dass man nur, dass nur eine Reihe einmal eingereicht werden darf. Das heißt, man könnte jetzt nicht irgendwas einreichen für Reihen, wo Lego schon die Lizenz hat. Zum Beispiel könnte man jetzt nicht ein Star Wars Set dort einreichen, weil Lego selber schon die Sets dafür gemacht hat und deshalb nicht nochmal, nicht von Ideas irgendwas aufnehmen würde. Das ist eine der Grundregeln bei Ideas. Und deshalb hätte dieses Ghostbusters Headquarters das Rennen natürlich auch nicht machen können bei Ideas. Ja, als nächstes haben wir jetzt noch das Ghostbusters One and Two Auto. Das war kein Ideas-Set, das war ein Set zum zweiten oder naja, zum ersten Ghostbusters Frauenfilm. Ich muss sagen, das Set ist eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe viele gehört, die sich darüber beschwert haben, dass das denn so schlecht sei oder dass der Geist so hässlich wäre. Aber wenn man das Ganze mal neutral sieht, wir haben hier 6 Minifiguren. Das Set hat 60 Euro gekostet und hat 556 Teile. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da sind auch noch super Zubehörteile dabei, die man aus dem Film kennt. Die Minifiguren für die Ghostbusters Frauen sehen einfach nur grandios aus. Also ich finde, die erkennt man sofort wieder. Die haben, naja gut, zwei von denen haben sogar an den Beinen beidseitige Bedruckungen. Wir haben dann noch das Ecto-2, halt das Motorrad. Und wir haben noch so ein Parademon Geist, den man einfangen kann. Außerdem ist das Auto wesentlich fortschrittlicher als das erste Ghostbusters Auto aus der Ideas-Reihe. Da hinten ist ein Kofferraum drin, da kann man die ganzen Protonenpacks reinladen. Und von oben diese Zubehör oder diese Anlage, die da immer drauf bauen, die sieht auch gut aus. Also, ich muss sagen, ich finde das Auto fast noch besser als das erste Auto. Auch hier die Felgen der Reifen. Es sieht einfach besser aus als das andere. Irgendwie. Es hat irgendwie mehr. Die Kurven sehen auch. Na gut. Vielleicht die Fensterpartie sieht beim alten doch noch ein bisschen besser aus. Aber ansonsten steht dieses Set wirklich dem originalen Ghostbusters Auto in nichts nach. Auch die Figuren, wie ich schon sagte, die passen einfach. Was wir dann noch hatten, ist dann in 2018 aus der Brickheads-Reihe Wankman und Slimer. Auch die gehören für mich zu den besseren Brickheads-Sets. Unter anderem hat man hier zum Beispiel ein bedrucktes 2x1 Fliesenteil mit dem Ghostbusters-Logo drauf. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Brickheads-Set. Also ich habe das auch selber zum Glück noch bekommen. Kann es wirklich weiterempfehlen. Wenn man jetzt sich so die gesamte Ghostbusters-Reihe anguckt, dann sind da wirklich ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei. Vor allen Dingen die Minifiguren überzeugen mich. Und auch, dass man jetzt seit 2014 immer mal wieder was bekommen hat, um die Sammlung zu vervollständigen, zu erweitern, finde ich sehr gut. Ich hoffe auch, dass wir zum nächsten Ghostbusters-Film oder zur nächsten Ghostbusters-Reihe, die ja schon mit einem Teaser-Trailer angekündigt wurde, neue Sets bekommen. Ich denke, da ist noch viel Potenzial in dieser Reihe. Und auch gerade das neue Lego Hidden Side mit dem Handy, wie das genau funktioniert, möchte ich auch noch ein Video zu machen. Ich denke, das wird noch viel Erweiterung in diese Geister- und Monsterreihe reinbringen. So, wenn du jetzt gerne auf dem Laufenden bleiben möchtest,
WhatsApp-Brick-Letter zu abonnieren. Da schicke ich dir direkt auf dem Handy 100% kostenlos alle News, Neuigkeiten rund um das Thema Lego und den günstigsten Lego-Angeboten zu. Wie das Ganze funktioniert, siehst du hier gerade erklärt oder auch nochmal zusammengefasst unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass es dir jetzt Spaß gemacht hat. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich liebe es, über alte Sets zu reden, die Geschichte von Lego-Sets zu sehen und das Ganze mit anderen zu teilen. Schreib mir doch einfach in die Kommentare, wie du die Sets fandest, ob du noch irgendwelche Kritik, Verbesserungsvorschläge hast. Und bis dahin, bleib am Stein und ciao.